Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen Hochgeschwindigkeitszuges ICE 3M geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Flugbeeinflussung. WB gesperrt. WB gesperrt. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. In dieser Einführung fahren Sie in den Kölner Hauptbahnhof ein, um den Fahrgastbetrieb durchzuführen. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Komponentenbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen.
werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Türen geöffnet. Zerriegeln Sie diesen Führerstand und wechseln Sie in den anderen, während die Fahrgäste einsteigen, da wir den Bahnhof in der Richtung verlassen werden, aus der wir gekommen sind. Störung. Zugbeeinflussung. WB gesperrt. Schließvorgang eingeleitet. Gute Arbeit. Dieser Zug ist jetzt abfahrbereit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.